Was geht YouTube? Lotzer wieder zurück aus der Welt von Drakensang Online. Und ja, wir spielen jetzt ein paar Runden mit Block, wie man sehen kann. Habe ich hier Block an und ja, ich werde meine Stats extra nicht zeigen und mein Inventar auch nicht öffnen. Also ich versuche es zumindest nicht zu zeigen. Damit ich das extra, ich mache extra ein einzelnes Video dazu, aber ihr werdet jetzt sehen, ja, wie ich hier so abgehe und so. Ich spiele Block jetzt einfach mal zum Testen und ich wollte euch einfach zwei, drei Runden zeigen. Ich werde euch aber auch natürlich auch die Stats zeigen und warum ist der AFK 11k? Warum ist der AFK 11k? Das mit Block? Nicht schlecht, ne? So. Und ja, also ich danke, vielen, vielen Dank auch, wollte ich nochmal sagen, an Klinge in diesem Fall, dass er mir das so gut erklärt hat und auch Gülf ein bisschen. Hat mir da auch sehr geholfen, was ich hier anziehen muss, auf was ich achten muss. Und also ein Scheiß. Skillbaum nochmal mit denen durchgegangen. Finde ich sehr korrekt von denen, dass sie mir da so geholfen haben. Und da ist er tot. Ja. 18.000 Schaden gemacht, er hat mir 5.000 und easy gewonnen. Machen wir direkt nochmal weiter. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch, also wirklich vielen, vielen Dank, also Klinge und Gülf nochmal, dass ihr mir so geholfen habt. Und ich bin wirklich so einer Block, ich spiele jetzt vielleicht gut damit, oder ich bin gut damit. Mag sein, kann so und so sehen. Aber ich bin und bleib trotzdem einer, wo ich sage, nee, Speed ist trotzdem einfach geil. Schon wieder gegen Logi Bell. Ich bin so ein richtiger Speed-Fanatiker, also es geht einfach nicht. Also auch wenn ich gut bin mit Block, auch wenn es auch das macht Spaß, irgendwie so viele zu zerfetzen, sage ich jetzt mal easy. Und aber irgendwie dieser Reiz da richtig rauszuhauen, irgendwie dieses Speed-Feeling, das fehlt einfach, wenn du Block spielst. Und da bin ich auch tot, weil ich keine andere Befreiung habe. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Freund. Ja, das halt, aber ich halte schon auf jeden Fall viel mehr aus. Ich habe jetzt auch nicht so viele Lebenspunkte, kann ich euch gerne zeigen. 8.100. Du spielst mit Block. Oh, der guckt anscheinend meine Videos. Ja, spiele ich, da bist du tot. Du musst die Supernova rausnehmen. Wenn du im PvP bist, dann skill auch PvP-Sachen. Supernova war hier in 1 zu 1, ist doch dumm. Ist das Supernova? Heißt das so? Was bringt dir denn dieser Scheißwächter? 500er Feuerball. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich nicht schlecht, weil ich habe den gut ausgehalten. Und ich laufe auch immer in seine Schüsse rein. So richtig behindert. Ja, okay, da ist er tot. So, dann auch wieder hier gewonnen, das Match. Nicht schlecht, Logi Bell. Du haust aber ordentlich raus, muss ich sagen. Weil ich habe ja Schild drin und alles, haust du schon richtig raus. Aber wie gesagt, ich bin mehr Speed-Fan. Und dann wollte ich auch noch vielen Dank sagen an alle Leute, die mir viel geholfen haben beim Farmen bzw. Ports machen. Also wirklich vielen Dank für alle, die jetzt da so geholfen haben, dass ich da vorankomme. Und ja, ich habe auch viel gecraftet und gegaukelt. Sieht man ja an meinem Gold. Ich hatte 1000 Gold. Also ich hatte erst, keine Ahnung, 4000 Gold. Dann hatte ich nichts. Dann hatte ich jetzt die ganze Zeit 34 Gold. Und da hat mich auch Klinge und Gülf auch nochmal mitgenommen. Q3, damit ich wenigstens irgendwas umsockeln kann und sowas. Und schon wieder gegen Logi Bell, Alter. Wird das eine Logi Bell Match. Und ja. Komm, wir wissen doch, wer gewinnt. Du. Nein, Mann. Komm, vor allem, ich treffe auch keinen Schuss, ne? Ich bin so richtig schlecht. Ich muss mich halt auch an diesen... Das Problem ist, ich muss mich an den Speed gewöhnen. Das ist gewöhnungsbedürftig, weil wenn ich mit dem Speed spiele, den ich nicht spiele, sondern mit einem High-End-Speed, ich nenne es mal High-End-Speed, ist das was ganz anderes. Ja, tu deinen Wächter wieder dahin, der unnötig ist. Na, so unnötig ist er nicht. Ich verballere ja automatisch einen Schuss. Da muss ich jetzt Klingentanz einsetzen. Komm, komm, Alter. Was ist denn das? Oh, er trifft auch noch. Plack einfach noch mehr rein. Oh Mann! Ja, nice. Ich raste, ich will nicht ausrasten. Ich will ganz gechillt bleiben. Also wie gesagt, ich will es euch einfach mal zeigen, wie es so ist, mit Block zu spielen bei mir. Ja, er, guck mal, er hat richtig reingelagt. 6k, Alter. Das war einmal, wo ich nicht geblockt habe. Oh, Digga. Ja, nice. Glückwunsch. Ich habe mir gesagt, du gewinnst. Ich will nicht schon wieder gegen Logi Bell spielen. Das ist das, was mich jetzt schon ankotzt, Alter. Man kommt in die Runde rein und denkt sich, oh, schon wieder Logi Bell. Und dann hat man schon wieder voll die Lust verloren zu spielen, weil man will irgendwie was anderes auch zeigen, nicht immer Logi Bell. Ist doch langweilig. Schon wieder, was ist denn das? Big Point, wir haben 33 Millionen registrierte Spieler. Das sind bestimmt über 100.000 in Drakensang. Die sind bestimmt alle online. Naja, alle nicht, aber sie sind viele online. Kannst mir noch nicht erklären, dass man 1-1 nur gegen diesen einen Spieler spiele. Was soll denn der Mist? Das regt mich wieder auf und dann bin ich wieder nicht konzentriert. So, tot. Jetzt gewinne ich wieder die erste Runde und er gewinnt jetzt. Ja. Und dann gewinnt er die nächste auch wieder. Ist immer gleich. Ja, komm, Will, verhalt mich. Während ich hier auf den gehe. Vor allem, ich könnte auch nur grüne Schüsse machen. Ich sehe gerade, er hat auch überhaupt keine Death-Werte.
Komm, komm, komm. Oh Mann. Aber du spielst auch gut, muss ich schon sagen. Aber das ist halt mit so einem, mit Speed wäre das vielleicht wieder was anderes. Wer trifft zuerst, ist dann das Ding. Und wenn ich dann zuerst treffe mit meinem Speed, da treffe ich schneller wie er. Und dann ist er direkt tot. Ja, bis hier habe ich gesehen, bist direkt da reingelaufen. War halt ein reines 1 vs 1 gegen Logibell, ja. So, ich gehe nochmal in Sverfield weiden. Und ja, mal gucken, ob ich da hier irgendjemanden finde, der vielleicht ein DK ist oder so. Um euch mal zu zeigen, wie das so ist, gegen einen DK zu kämpfen. Wenn man denn hier irgendwo einen High-Level-DK findet. Haruka, cool, ein Zwerg. Greif ich mal an, Zwerg. Oh, der Zwerg geht ab, Alter. Ja, Zwerge sind halt immer OP. Der hat das Bug-Schild, Alter. Ja, das sind Old Kings, das ist eine richtig heftige Gilde. War halt vielleicht ein Fehler, den anzugreifen. Oh. Ja, das Bug-Schild, das Schild, was einfach nicht mehr droppt bei Zwerge. Also glaube ich zumindestens. Ja, gegen dich habe ich keine Chance, Digga. 2K habe ich ihm einmal gedrückt. Komm, den DK holen wir uns jetzt aber. Dann holen wir uns den nicht eben. Mann, Mann, Mann. Komm, Zwerg, hol ihn dir. Na gut, danke, Zwerg. Ja, 200, komm. Ja, komm, das wird jetzt langweilig. Ich laufe jetzt so eh nur noch weg. La 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 la. Ich habe auch neue Schuhe. Merkt man vielleicht nicht. Keine Ahnung. Ja, Leute. Es ist kein Mist. Ich bin am Laufen. Auf einmal leckt mein Spiel. Nebula, mein Spiel ist abgestürzt. Eben gerade bei der Aufnahme. Deswegen, das kommt einfach hinten dran. Es tut mir leid, dass mein Spiel einfach abgestürzt ist. Aufnahme auch im Arsch. Also war nur noch schwarzes Bild, habe ich dann aufgenommen. Beim Rennen und dann Nebula musste ich die Aufnahme abbrechen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt einen anderen kriegen dafür, dass ich hier nochmal schnell bei euch was zeigen kann. Gegen einen DK kämpfen wir jetzt. Weil halt in Sverfield-Weiden jetzt alles abgekackt ist. Ist halt ein bisschen doof. Naja, egal. Kämpfen wir halt jetzt nochmal gegen den DK. Immunität hat er gezündet. Müssten wir rein theoretisch wegrennen. Machen wir auch. So. Also es ist richtig dumm in Sverfield. Ich stehe da, greife diesen Zwerg an, renne ein bisschen weg. Auf einmal Nebula. Richtig bescheuert. Naja, ist halt egal. War halt so. Kann man nicht ändern. So, DK, komm hier, 4K. Komm, DK, gib der 4K. Ja, er gibt auf, komm. Also man sieht, ich gebe dem DK 4K und er haut mir nichts raus. Ist halt schon geil. Fast volle Leben. Er hat mir jetzt nichts gegeben. 944 Schaden. Also man kann davon ausgehen, dass meine Stats jetzt nicht so verkehrt sind. Also oder die Gegner einfach schlecht sind. Naja, Dings, Logibell hat mich ja auch gefickt. Also ich denke mal, der kriegt mich auch down. Also so gut bin ich jetzt auch nicht. Not sorry, der Blue Ender Block Noob, Alter. Ich bin halt auch jetzt gerade voll konzentriert. Ein Block, ich weiß nicht, man konzentriert sich halt einfach mehr, weil so normalerweise bist du einfach, du weißt einfach, du bist eh One-Hit. Du stirbst, entweder du machst deine 4 Schüsse oder, ja, nix halt, ist vorbei. Aber Road to Bear ist hier am Start, Alter. Ich mach auch noch mal eins, weil ich glaube, diese 1 vs 1 Duelle waren ziemlich schnell. Deswegen, wegen dem Nebula, zeige ich euch das noch mal schnell. Und wie nochmal gesagt. Also vielen Dank nochmal an Klinge, an Gülf, an den ganzen Leuten, die mir geholfen haben bei den Ports. Ich kann es nur oft genug sagen. Und ja. Danger Shadow ist hier angeblich. Und ja. Meine Stats und Items werde ich euch natürlich dann auch noch zeigen, alle. Und ja. Also diese Farbe habe ich von Hitman X, wer das Video schon gesehen hat mit seinen Stats. Und ja. Wenn jetzt hier kein nichts mehr startet, wir geben nochmal 10 Sekunden Zeit. Dann beende ich die Aufnahme. Wir hoffen natürlich, dass hier nochmal was startet. Ich will euch nochmal schnell was zeigen, wisst ihr. Lalalalalala. Und wie man sehen kann, ist mein Runspeed echt auch viel höher. Weil ich halt auch neue Schuhe gekraftet habe. Ich habe jetzt seit 20% habe ich halt 27%, das kann ich euch verraten. Mit meinen Lebenspunkten bin ich bei dem Blockset jetzt noch nicht so zufrieden. Könnten ruhig 10.000 sein oder sowas. Aber 8.000 reicht erstmal für den Anfang. Geht halt nicht anders, wenn halt 2-3 Items fehlen. Ist jetzt ein Zwerg. Ist ziemlich interessant, weil ein Zwerg, Zweihand und seine Geschütze. Warum sind die immer AFK in der Anfangsrunde? Naja, sind die nicht. Okay. Oder ist der nicht? Naja, Zwerge drücken einfach immer rein. Zwerge drücken einfach immer rein. Da kannst du nichts machen. Da kannst du noch so gut Block haben. Zwerge drücken einfach dein Leben lang übelst rein. La 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 la. Da muss ich halt irgendwie Explosionsschuss irgendwo reinballern. Vor allem, er hält aber auch, als Zwerg hält er aber auch schon ganz schön aus.
Oder ich habe noch nicht Glück gehabt beim Kritten. Ach komm, Digga. Was ist denn das für ein Scheiß? Wie viel Leben der hat? 20.000 oder was? Vor allem als Zweitschar. Sieht man ja. Naja, obwohl, das kann man ja skillen. Oh, jetzt habe ich den Sprung verballert, Alter. Komm, ich muss noch einmal... Ich habe gekrittet. Aber er ist nicht gestorben. Hä, wie viel Leben hast du denn, Alter? Ich frag den gleich mal, wie viele Lebenspunkte der hat. Das ist halt auch so ein Ding, was mit Speed mir viel einfacher vorkommt. Zack, 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 Zwerg ist tot. Dampfvolk. Ich muss mich immer bei einem beim Schreiben. Sonst geht das nicht. Also der hat mich easy destroyed. Destroyed, Alter. Mit Block, ja. Wie viel HP? Wie viel HP hast du denn? Ich habe so oft gekrittet und doch oft getroffen. 1500, 3000. Wie viel HP hat der? 11.000 HP als Zweihandzwerg. Wie, Digga? Hast nur Leben geskillt oder was? Ja, weil Zwerge sowieso grundauf schon mindestens 2000 Schaden haben die Sekunde. Und da braucht er nicht auf Schaden skillen, da geht er einfach voll auf Leben. 11.000 Schaden, 11.000 Leben. Als Zweihandzwerg, Digga. Kein Wunder, dass ich verliere. Naja, okay. Egal, also Respekt an dich, dass du 11.000 Lebenspunkte hast und trotzdem so gut raushaust. Zwerge sind einfach OP. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ein bisschen blöd mit dem Nebula, aber egal. Haut rein, bis zum nächsten Mal aus der Welt von Dragon Online. Euer Lord Sorry. Ciao.